Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Ihr seht heute etwas völlig Besonderes, Absonderliches. Und zwar, dieser Date steht neben einem Porsche. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie einen Porsche gefahren und habe gewartet bis auf den Tag, als ich Zugang zu einem Porsche Taycan hatte. Und das ist nämlich heute. Heute darf ich zum ersten Mal einen Porsche fahren und es ist ein Elektro-Porsche von unserem Nachbar, den Jürgen. Ich habe den Oscar dabei, weil der für sowas noch mehr Sinn hat und der ist die ganze Zeit am Boah, nee, krass, ey, wow. Und ich möchte euch das ausführlich von innen und außen zeigen. Ja, und ich würde sagen, als erstes steigen wir mal ein. Die Spiegel und die Griffe, die versenken sich natürlich, wenn man das Auto abschließt. Das ist ja klar. Aber ihr werdet sehen, hier ist an alles gedacht. Dieses Auto kostet 160.000 Euro. Davon sind 50.000 Sonderausstattung. Zum Beispiel die besonderen Scheibenbremsen, dass nicht Taycan draufsteht, kann man auch extra bezahlen. Natürlich Glasdach, die Lackierung. Ich glaube, dass fast alles hier Sonderausstattung ist und drinnen geht es gleich weiter, ihr werdet sehen. Es ist gar kein Auto, es ist ein Raumschiff. Also, ihr seht, Leder, es ist unglaublich edel, es fasst sich auch richtig gut an, muss man sagen. Die Sitze super bequem, in allen Lagen und Facetten einstellbar. Was zum Beispiel für Leute wie Oscar sehr wichtig ist, ist, man kann hier die Beinlänge auch noch einstellen. Es gibt für Fahrer und Beifahrer Massagesitze. Ich habe gerade auf der Fahrt hierher mich während des Fahrens massieren lassen. Also, ich bin ja kein Autofreak, aber ich muss sagen, ich fühle mich schon mal erstmal richtig wohl und gut aufgehoben in diesem Auto. Ich werde euch sicherlich nicht alle Details zeigen können. Alleine die Liste der Sonderausstattungsmerkmale ist, glaube ich, 3 DIN A4-Seiten lang. Zum Beispiel hier haben wir ein Display auch beim Beifahrer. Das heißt, der Beifahrer kann zum Beispiel sich ein Ziel auf der Navigation suchen, was dann hinterher hier drüben auf dem Hauptdisplay angezeigt wird. Wir haben hier die grundsätzlichen Einstellungen, Rekuperation zum Beispiel einstellen kann und so weiter. Dann haben wir noch ein Head-Up-Display hier und hier die Heizung. Man kann zum Beispiel den Batterieladestand sich anzeigen lassen, die Reichweite, natürlich Sitzheizung und so weiter, da brauchen wir nicht drüber reden. Hier kann man noch Sachen ablegen und jetzt habe ich auch den Hebel gefunden, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Hier hinten ist er nämlich und schon haben wir hier auch noch eine kleine Klappe. Hier Handy-Ladestation, 2 USB-Anschlüsse, 12 Volt. Hier hinten gibt es noch ein Display, wo sich die Beifahrer selber die Heizung und die Lüftung regulieren können. Ja, und hier vorne zeige ich euch mal kurz die Bedienelemente. Ein schickes Lederlenkrad, beheizt natürlich. Hier haben wir den Hebel, mit dem man die verschiedenen Modi einstellt. Range, Normal, Sport, Sports Plus und Individual, also einen programmierbaren Modus. Wenn man auf Sport Plus geht, dann hat man automatisch so ein spaciger Motorsound. Dann haben wir natürlich Scheibenwischer, alles was man braucht. Blinker, Beleuchtung. Dann hier ist eigentlich der Hebel, um den Gang einzustellen. Wir haben jetzt hier, beim Tesla würde das Schlupfstart heißen. Also wenn ich da auf D gehe, fängt er sofort an zu rollen. Ich vermute, das kann man auch ausstellen. Dann haben wir natürlich Tempomat und Abstandhalter und Spurhalteassistent, dieses ganze Programm. 8 Kameras gibt es natürlich hier. Die kann man hier auch einzeln anschalten. Jetzt haben wir hier hinten. Rekuperation haben wir schon gesprochen, ist mir schon aufgefallen, ist, selbst wenn es eingeschaltet ist, nicht vergleichbar. Beim Tesla haben wir ja immer, Entschuldigung, dass ich immer alles mit Tesla vergleiche, aber das ist halt einfach, weil ich es nur so kenne. Da bleibt man ja fast stehen, wenn man vom Gas geht. Das ist selbst hier mit eingestellter Rekuperation nicht so. Das lerne ich ja inzwischen, dass das eben eine andere Art von Rekuperation ist. Wenn man bremst, rekuperiert es eben auch. Es ist ein Wohlfühlauto, es ist sehr hochwertig, es ist alles da, was man will. Ich habe den Eindruck, ich beherrsche es auch und ich bin jetzt mal gespannt, wenn wir mal ein Stück Landstraße fahren, vielleicht euch zeigen können, wie diese Sounds auch außen sind und dann natürlich eine Beschleunigung mal versuchen auf der Autobahn und mal gucken, wie weit das Ding so geht. Ich glaube, in dieser Version hat der etwas über 500 PS. Ja, das sollte ein bisschen Spaß machen. Ja, und ich bin jetzt beim Jürgen. Das ist, glaube ich, nicht dein erster Porsche, den du hast, gell? Das ist mittlerweile mein dritter Porsche, ja. Okay. Also ich hatte einen Cayenne, zuvor hatte ich einen Hybrid, einen Porsche Panamera, Turismo. Und warum hast du dir jetzt einen reinen E-Porsche gekauft? Also erstmal hat mir das Auto einfach sehr gut gefallen, von der Form her. Hat natürlich auch Umwelt
Gründe, ne? Ganz ehrlich gesagt, einfach schönes Auto, ja, und die Beschleunigung und alles. Ja. Findest du, dass da wesentliche Unterschiede jetzt sind zwischen dem Elektromotor und den Verbrennern, die du früher hattest? Ah ja, klar. Schon? Also das ganze Handling natürlich, das ist klar, mit dem Aufladen und so weiter. Aber was halt einfach fantastisch ist, das ist die Beschleunigung, okay, ja, von dem Auto. Spaßvoller als sogar noch als beim Verbrenner Porsche. Ja, es ist anders. Er hat halt kein Turboloch und kein irgendwas, wo er sich verschluckt oder irgendwie, sondern er geht einfach straight. Das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Ja. Und Hinterachslenkung? Panamera hatte das auch schon. Okay, und was macht man damit so? Das hat zwei Vorteile. Einmal der Wendekreis. Mhm. Also die lenkt mit ein, wie man es eigentlich auf den großen LKWs, ja, kennt, die mittlerweile auch oftmals das haben. Und was natürlich deutlich verbessert wird nochmal, ist die Straßenlage. Ladeerfahrungen hast du auch schon gemacht. Was war die höchste Ladeleistung, die du erlebt hast? 350 kW. Das war am Walldorfer Kreuz. Bei 350 kW ist er in 22 Minuten ist er auf 85% wieder aufgeladen. Da geht es natürlich flott. Also da summt die Luft. Ne? Also. 3, 2, 1, go! Oh! 100! Das war schnell. Und ich habe gemerkt, ich hatte so einen Durchdrückeffekt. Also ich hatte so richtig diesen Turbo-Effekt. Ne? Das hat so Knack gemacht. Und ja, genau. Ja, und wenn ich diese Oscar schon da habe, dann machen wir doch gleich mal den Oscar-Test mit ihm zusammen. Du hast ja nun schon einige solche Tests gemacht. Du hast ganz gute Vergleiche. Mhm. Du hängst da immer ein bisschen drin wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Das ist aber normal bei deiner Größe. 1,93. Jawohl. Das ist jetzt auf mich der Fahrersitz eingestellt. Also ich bin 1,80. Also es gibt eine Chance. Ja, das geht schon. Also klar, halt, das sind immer die langen Beine. Auch die Batterie ist ja, glaube ich, auch im Boden. Deswegen stehen die immer noch ein bisschen höher. Aber ist ja eigentlich relativ normal. Genau. Wie gefällt es dir so hier und was macht dein Kopf? Also es ist auf jeden Fall, es fühlt sich sehr spaceshipig an. Mhm. Der Kopf, dadurch, dass hier Glasdach ist, ist eigentlich alles gut, aber ich merke schon, das habe ich jetzt zum Beispiel, deswegen liebe ich Glasdach, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt, ich habe hier eigentlich kaum Platz, also ich habe da so viel Platz. Ich komme gar nicht mit meinem Kopf an die Kopflehne dran, sondern meine Kopflehne ist hier oben. Ja. Und die richtige Kopflehne wäre hier unten und da müsste ich ganz schön... Okay, da müsstest du deine Beine hier... Ja, und sehr gekrümmt sitzen. Ja. Ja, also hier hinten zu zweit kann man gut sitzen. Also jetzt zu dritt weiß ich nicht, aber wo kann man schon zu dritt gut sitzen? Also der Vordersitz ist ja jetzt eigentlich auf Oscar eingestellt, also wirklich weit hinten. Aber durch die Form dieses Sitzes ist eigentlich genau da, wo meine Knie sind, noch ganz gut Platz. Ich glaube auch für meine Körpergröße sind die Sitze gut geformt. Also ich fühle mich wohl und gut unterstützt in der Wirbelsäule. Das sind natürlich sehr hochwertige Sitze. Ich weiß nicht, ob du das meinst, aber der Kopf hier, der stößt hier halt seitlich so ein bisschen an. Ja, und bei dir auch da oben, oder? Ja, also das liegt jetzt an Haaren, kann es bei mir nicht liegen. Ne? Nee. Und an der Mütze liegt es auch nicht. Also das ist ein bisschen unbequem. Jetzt brauche ich nur halt einen Fahrer, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, ist so sehr, sehr Business-Atmosphäre. Ja, hier. Ja. Also du hast ja auch nicht zu Unrecht erwartet, dass wenn man hier runterklappt, dass da so ein Champagner dann auftaucht. Kühlschrank habe ich auch noch keinen gesehen. Also ihr merkt, man fängt an, über Sachen nachzudenken, über die würde man normalerweise nicht nachdenken. Schauen wir uns mal den Kofferraum an, wenn wir schon gerade dabei sind. Es gibt zwei Kofferräume und zwar sogar mal wieder endlich sehe ich mal bei einem Auto einen nennenswerten Frunk. Da passt richtig was rein. Ich würde mal fast sagen, da passt eine Kiste Mineralwasser rein oder so. Und hinten gucken wir uns gleich auch mal an. Da gibt es dieses schöne Feature, was ihr wahrscheinlich von vielen eurer Autos schon kennt, dass man mit dem Fuß unter den Kofferraum geht und dann geht der von alleine auf. Das funktioniert bei mir eigentlich normalerweise nicht. Aha, okay. Also ich glaube, man kann ganz klar sagen, er ist etwas schmaler, 80 cm ungefähr in der Breite und ein knapper Meter in der Tiefe. Die Höhe würde ich mal sagen 20 cm. Und mal gucken, was sich hier noch verbirgt. Ah, ein Ladekabel, genau. Es gibt zwei Ladeports. Und zwar einmal für den CS-Stecker und einmal für diesen hier. Ich nenne das ja normalerweise immer den E-Piano-Test. Ich glaube, man muss auf jeden Fall beide Sitze umklappen, dann kriegt man auch ein E-Piano rein. Und ansonsten, ja, das ist ja auch ein Porsche und ein Sportwagen und kein Lieferwagen. Das ist ja auch irgendwo vernünftig, ne? Ah, ist ein
zum Verbrauch, den sehen wir hier unter Trip. Da seht ihr hier die aktuellen Fahrdaten. Im Moment haben wir noch eine Reichweite von 326 Kilometern. Jetzt in der Stunde, wo wir gefahren sind, sind wir natürlich sehr wenig gefahren, 8 Kilometer bis jetzt, und haben immerhin doch 30,5 Kilowattstunden durchschnittlichen Verbrauch auf 100. Und das ist der Gesamtkilometerzähler. Da seht ihr, 1656 Kilometer hat das Ding drauf. Und der durchschnittliche Verbrauch liegt hier bei 33,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich möchte mal gerne gucken, ob wir euch die Sounds zeigen können, die dieses Auto hat. Bisschen flexen. Ja, das war mal kurz von 70 auf 100 beschleunigt. Ich muss ja sagen, ihr wisst ja, ich liebe Elektroautos, weil sie leise sind. Und deswegen schalte ich jetzt einfach mal hier aus. Ja, hier sieht man mal ein Head-Up-Display. Ich bin jetzt im sozusagen Automatikmodus. Ihr seht, er erkennt das nächste Nummernschild, das nächste Schild. Jetzt muss ich mal wieder bewegen. Er beschleunigt dann automatisch auf 120, weil man jetzt 120 darf. Ja, und ich fahre jetzt erstmal 9,8 Kilometer geradeaus und dann hoffe ich, dass wir zu unserem Beschleunigungstest gleich kommen. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir mal von 100 auf 200 beschleunigen. 100. Und los geht's. Gut. Ich weiß nicht, der geht wahrscheinlich 240, 50, sowas. Aber für mich ist es wunderbar so. 200 ist ja schon fast dann entspannt, ne? Aber leise war es. Sehr leise. Ja, nach dieser kleinen Tempo-Eskapade schauen wir mal, was hat er denn jetzt gerade so im Verbrauch. In diesen 7 Minuten haben wir jetzt auch 33,5. Finde ich jetzt interessant. Also er braucht im Grunde, glaube ich, einfach insgesamt viel. Aber wenn man ihn dann mal richtig scheucht, macht das gar keinen so großen Unterschied. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil wir waren vorhin auch schon bei 30 Kilowattstunden. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Er ist natürlich extrem spaßig und angenehm zu fahren. Für mich mein erstes Porsche-Erlebnis, wie soll man sagen, ich habe extra die Lederjacke angezogen und so ein bisschen einen auf über 50 gemacht. Ja, ist gar nicht so schlimm, Porsche fahren. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt vor der Haustür bräuchte, aber ja. Hat was Wertiges, was Solides, was Ehrliches auch irgendwo, hat mir gefallen. Beeindruckend auf jeden Fall, wahrscheinlich durch die Lenkachse hinten eben der kleine Wendekreis. Vorhin auch auf der Landstraße, super um die Kurven gekommen alles. Ich sag mal, Jürgen hat das ja im Interview vorhin selber gesagt, er hat dieses Auto, weil es ein schönes Auto ist, gekauft und nicht um die Welt zu retten und das Klima. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Der Verbrauch ist halt schon sehr hoch und es ist für Leute, die eher so Fahrspaß suchen und nicht doch für Leute wie mich, die eher von A nach B kommen wollen und das möglichst wirtschaftlich. Das muss man sehen, aber ich glaube, da erwartet man auch nicht groß was anderes bei einem Porsche Taycan. Ja, und man sitzt natürlich wirklich super bequem drin. Hinten haben wir auch schon gesehen, hier vorne, ich lasse mich die ganze Zeit massieren. Das ist unfassbar beim Autofahren. Und ich habe festgestellt, wir haben hier nicht nur eine Sitzheizung, sondern auch eine Sitzkühlung. Also ich kriege die ganze Zeit den Hintern kalt geblasen sozusagen. Man kann wirklich nicht viel motzen. Ein wunderschönes, schickes Auto. Ingenieurskunst steckt dahinter und jetzt sogar noch elektrisch. 160.000 Euro, okay, kriege ich meins dreimal dafür. Insofern nochmal vielen lieben Dank an den Jürgen, dass wir das hier machen durften. Ich glaube, Oskar hatte auch viel Spaß dabei. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt, wie ihr so einen Porsche Taycan findet. Abonniert natürlich meinen Kanal, liked dieses Video und seid auf jeden Fall auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer dieser Dad.